Yo, Freunde, wie geht's euch? Ich hab gut. Hallo und herzlich willkommen in einem neuen Video von mir. Und zwar, Freunde, heute zeige ich euch 10 Lebensmittel, die ihr auf jeden Fall vermeiden sollt, wenn ihr ein gutes, definiertes Sixpack aufbauen wollt, beziehungsweise Fett verlieren wollt. Aber vor allem auch, wenn ihr lange und gesund leben wollt, das ist noch viel wichtiger, Freunde. Haltet euch jetzt ganz gut fest, denn wir starten direkt los mit Lebensmittel Nummer 1, und zwar Softdrinks. Freunde, dieses Glas hier hat 400 Milliliter. Wenn ich dieses Glas hier mit Cola füllen würde, dann würde das 42,4 Gramm Zucker entsprechen. Seht ihr, wie viel das ist? Also ich versuche das Ganze jetzt mal da reinzugeben. Also Freunde, Getränke gilt es wirklich nur in Maßen zu trinken, und ich glaube, ich werde da gar nicht fertig, denn das sind so viele Teelöffel. Check das mal aus, das hört einfach nicht mehr auf. Da ist noch mehr als genug da. Das ist einfach unglaublich, wie viel Zucker da wirklich in nur einem Glas Cola drin ist. Also für mich einfach immer wieder unfassbar, wenn ich mir das so veranschauliche. Einfach wirklich nur noch heftig. Aber auch Fruchtgetränke gilt es nur in Maßen zu sich zu nehmen. Also da muss man natürlich unterscheiden zwischen Fruchtsaft, der zu 100% aus gepressten Orangen oder Äpfeln ist, und zwischen Nektar bzw. Fruchtsaftgetränken. Denn der geforderte Fruchtanteil liegt bei Fruchtsaftgetränken nur zwischen 6-30%. Und darin landen natürlich auch jede Menge Zusatzstoffe wie Farbstoffe und künstliche Aromen und natürlich auch jede Menge Zucker. Aber auch hinsichtlich des 100%ig frisch gepressten Fruchtsaftes gilt es nicht zu übertreiben. Denn das Problem dabei ist, dass bei der Produktion durch Erhitzung und so weiter sehr viele Ballaststoffe, Mineralstoffe, Vitamine und so weiter natürlich verloren gehen. Mineralstoffe wie Kalzium und wichtige Nährstoffe, die man eben in der ganzen Form noch hat, gehen dabei einfach verloren. Was aber noch bleibt, ist die Fructose, und die ist ohne die ganzen Vitamine, Ballaststoffe und so weiter, die man eben im ganzen Obst findet bzw. im Fruchtfleisch noch findet, ungesund. Nur so ein kleiner Hinweis: Kristallzucker bzw. Haushaltszucker besteht zu 50% aus Fructose und zu 50% aus Glucose. Also auch da haben wir zur Hälfte Fruchtzucker drin. Aber ganz wichtig zu erwähnen ist, Freunde, dass die Dosis das Gift macht. Das heißt, ich finde, wenn man etwas lecker findet und man es sich hin und wieder gönnt, dann sollte man dabei auch überhaupt kein schlechtes Gewissen haben. Denn der Körper kann das auch locker wegstecken. Es sollte nur nicht zur Routine werden. Und weiter geht's mit Lebensmittel Nummer 2, und zwar Frühstücksmüslis. Die sehen oft sehr, ja, gesund aus, sehr lecker aus, Erdbeer-Schokomüsli. Da glaubt man erstmal gar nicht hier durch die ganzen Erdbeeren, dass man da so viel Zucker drin hat. Und genau das ist das Problem, denn wir haben hier bei einer 150 Gramm 37 Gramm Zucker drin. Also ich finde ja persönlich, sobald man sich eben veranschaulicht, wie viel Zucker da wirklich drinnen ist, vergeht einem auf so zuckerhaltige Müslis wirklich der Appetit. Und genau deswegen zeige ich es euch auch. Denn Freunde, so einen Zuckerschock am Morgen wollen wir auf jeden Fall vermeiden. Denn Zucker hat nicht nur auf unsere Gesundheit enorme Folgen, sondern auch auf unseren Muskelaufbau bzw. Fettabbau. Denn ein hoher Blutzuckerspiegel führt einfach dazu, dass wir viel leichter Fett im Bauchbereich einlagern und auch viel schwerer darauf zugreifen können. Und das nächste Problem, das sich daraus ergibt, ist eigentlich ganz klar. Und zwar, wenn der Körper nicht auf die Energiereserven zugreifen kann, dann sendet natürlich das Gehirn wieder Hungersignale aus. Das ist einfach ein kompletter Teufelskreis, weil Zucker noch dazu süchtig macht und Diabetes und Krebs zum Beispiel verursacht. Und auch unsere Darmflora zerstört und dadurch unser Immunsystem schwächt, was uns natürlich anfälliger für Krankheiten macht, was wiederum zu Trainingspausen führt. Und natürlich sorgt Zucker auch für eine unreine Haut. Aber ich betone nochmal, die Dosis macht das Gift. Und als kleiner Richtwert, Freunde, die WHO, also Weltgesundheitsorganisation, empfiehlt einem durchschnittlichen Erwachsenen 5 bis 10 Teelöffel Zucker am Tag. Das, Freunde, sind 10 Teelöffel Zucker. Das heißt, in einem großen Glas Orangensaft oder Cola haben wir bereits diesen Bedarf gedeckt. Oder eben auch mit einer guten Portion Frühstücksmüsli. Das finde ich wirklich heftig. Und drittes Lebensmittel, Freunde, und zwar Fleisch aus Massentierhaltung. Damit die Tiere wie zum Beispiel Hühner, Schweine oder Kühe schneller wachsen und sich so eben mehr Fleisch verkaufen lässt, stopft man sie mit Hormonen und Medikamenten zu. Und diese Hormone und so weiter werden natürlich vom Tier aufgenommen und wir essen es dann. Und ich denke, das wollen wir auf jeden Fall vermeiden. Und viertes Lebensmittel, bei dem ich persönlich ehrlich gesagt glaubte, dass es gesund ist, weil ich bin als Kind durch die Geschäfte gelaufen und dachte mir so, ein Fruchtjoghurt, ein Erdbeerfruchtjoghurt oder ein Bananenjoghurt, das gönne ich mir, das muss doch gesund sein. Aber wir haben auf 500 Gramm 60 Gramm Zucker. Das, Freunde, sind 60 Gramm Zucker.
Zucker. Also ich weiß nicht, ob man das so schön sehen kann, aber das ist extrem, extrem viel Zucker. Aber auch in der Schule gab und gibt es ja auch immer noch so viele Milchprodukte zu kaufen. Jetzt nicht nur Fruchtjoghurt, sondern auch zum Beispiel so eine Schokomilch oder eben auch Erdbeermilch. Und ich glaube dann einfach lange, dass es gesund ist. Aber gesund ist definitiv was anderes. Jetzt würde mich interessieren, gibt es das eigentlich immer noch? Was gibt es bei euch in der Schule zu kaufen? Beziehungsweise, was gab es bei euch in der Schule zu kaufen? Gibt es da auch so Müllermilch oder Erdbeermilch, Alex und so weiter zu kaufen? Schreibt es mir mal gerne unten in die Kommentarbox. Also ich persönlich habe wirklich sehr oft so eine Vanillemilch gegönnt, so ehrlich muss ich sein. Also macht euch euer eigenes leckeres Joghurt, das auch in einer Minute fertig ist. Zum Beispiel haben wir hier Skyr, das sind auch nur so nebenbei erwähnt 500 Gramm. Also auch so ein 500 Gramm Fruchtjoghurt ist schnell mal ausgelöffelt. Aber lasst das gezuckerte Fruchtmüsli weg, Freunde, und nehmt lieber Skyr gemischt mit gesunden, frischen Obst zum Beispiel. Wie das mega gesunde, also ausgewogene und perfekte Muskelaufbau-Müsli bzw. Joghurt aussieht, das habe ich euch bei meiner Morgenroutine gezeigt. Also dieses perfekt ausgewogene Müsli mache ich mir jeden Morgen, Freunde. Ich verlinke euch das Video unten in der Videobeschreibung. Ihr werdet es lieben. Fünftes Lebensmittel, und zwar Fertiggerichte bzw. Essen aus der Dose. Damit es immer extrem lange haltbar gemacht werden kann, gibt man viele künstliche Zusatzstoffe mit rein. Außerdem bleiben durch dieses Verfahren wenige Vitamine über und man hat sehr viel Salz und Zucker drin. Also wirklich gute Nährstoffe werden unserem Körper da kaum geliefert. Das heißt, soweit es möglich ist, auf Fertigessen bzw. Fertigprodukte verzichten. Sechster Punkt, und zwar Alkohol. Alkohol ist nicht nur Gift für unseren Körper, wie wir immer spätestens am nächsten Tag merken, sondern Alkohol lässt auch unser Testosteronlevel sinken. Und dadurch können wir eben langsamer Muskeln aufbauen. Aber wie überall gilt, Freunde, die Dosis macht das Gift. Das heißt, wenn sich jemand unheimlich gerne mal ein Gläschen Wein gönnt oder ein kleines Bierchen, dann glaube ich, kann das der Körper auch sehr gut wegstecken. Wenn es schon ein Cocktail sein soll, Freunde, dann holt euch lieber einen cleanen Proteinshake mit Mojito-Cocktail-Geschmack. Das ist nur so nebenbei erwähnt, mein absoluter Lieblingsgeschmack, wenn ich eben den Proteinshake mit Wasser trinke. Also wisst Bescheid, Freunde, wenn ihr Muskeln aufbauen wollt und als Ergänzung zur hoffentlich gesunden Ernährung Supplements braucht, dann findet ihr Europas günstigste Supplements unten in der Videobeschreibung und mit dem Code Sascha10 bekommt ihr weitere 10% Rabatt. Außerdem gibt es selbstverständlich Gratisprodukte mit dazu. Welche Gratisprodukte das sind, findet ihr unten in der Videobeschreibung, Freunde. Da findet ihr auch meine Supplements und das sind nur Supplements, die auch wirklich was bringen. Also Freunde, wisst Bescheid, mit dem Code Sascha10 habt ihr bei Prozis immer die meisten Vorteile und das wird auch immer so bleiben. Das ist das, was ich für euch tun kann. Und siebter Punkt, nämlich Süßigkeiten. Der Vorteil bei Süßigkeiten ist natürlich, dass man bereits weiß, hey, da ist zu viel Süßes drin, da haben wir Zucker drin, dann isst man auch bewusst meistens etwas weniger, wenn man es schafft. Und bei Süßigkeiten sind eben 50 Gramm Zucker auf 100 Gramm keine Seltenheit. Das heißt, die Hälfte des Produktes ist reiner Zucker. Zum Beispiel haben wir hier 100 Gramm Twix und das sind 50 Gramm Zucker. Also, checkt das mal aus, wie viel das eigentlich wirklich ist. Ich hoffe, ihr könnt das schön sehen, aber es ist so verdammt viel. Und dieser gesamte Zucker hier, Freunde, steckt in nur 4 Twix-Riegel. Aber man muss ehrlich sagen, ohne den Zucker sehen die Dinger extrem lecker aus, aber wenn ich das dann wieder ins Bild bringe, irgendwie nicht mehr so lecker. Lebensmittel Nummer 8, und zwar Dressings und Soßen. Die sind sehr oft mit sehr viel Zucker vollgepumpt, beziehungsweise auch mit Zusatzstoffen. Und sehr oft haben wir auch extrem viel Salz, beziehungsweise gesättigte Fettsäuren darin, also auch diese so gut es geht vermeiden. Und neues Lebensmittel, und zwar Sonnenblumenöl. Sonnenblumenöl führt sehr schnell zu einem schlechten Verhältnis zwischen Omega-6 und Omega-3. Ein schlechtes Verhältnis von den beiden löst Entzündungen aller Art aus. Also einfach lieber einen Ölwechsel machen und andere Öle verwenden, Freunde. Und ein kleiner Tipp dazu, viel zu viele von uns nehmen zu wenig Omega-3 zu sich, was wir eben im fettigen Fisch zum Beispiel finden. Also gönnt euch auch gerne öfter mal einen Fisch. Aber ich persönlich esse auch zu wenig Fisch, also nehme ich täglich zusätzlich Omega-3 zu mir. Das findet ihr unten in der Videobeschreibung, nur so als kleiner Tipp. Und letzter und zehnter Punkt, Freunde, und zwar Fast Food. Fast Food enthält nicht nur sehr viel ungesunde Fette, sondern auch zu viel Salz und Zucker. Viel zu wenig Mikronährstoffe und Ballaststoffe und dafür umso mehr Geschmacksverstärker und Farbstoffe. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir jetzt gerne einen Daumen nach oben da. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video helfen, Freunde. Aber das war's auch schon wieder. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Haut rein, euer Sascha. Peace. Du bist in der Endcard drinne, doch warte, bevor du schon jetzt verschwindest. Ja, mehr Fitness gibt's nicht. Such dir ein Video aus, klick it. Und fehlt dir irgendwie die Motivation, dann lass ein Abo hier. Du weißt, es würde sich lohnen.